Servus zusammen, salve a tutti. Manchmal liefert der Markt keine griffigen Signale. Also ich sitze jetzt hier seit 3 Stunden rum, deswegen dauert es auch ein bisschen länger heute mit dem Film und überlege mir die ganze Zeit, was ich euch sagen soll. Das ist so, manchmal gibt es keine guten Signale. Erinnert euch, am Mittwoch habe ich gesagt, von 10 Marktteilnehmern sind meines Erachtens nach 6 Short, 2 Neutral und 2 Long. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr 6 Short sind, sondern vielleicht noch 2. Ich habe meine Position auch zugemacht. Da muss ich mal ganz kurz auf den Stundenchart gehen. Weil wenn ich es schon vorstelle, dann erkläre ich es auch weiter. Hier drunter, unter dem Ding bei 15.080 war das, glaube ich, habe ich meine 75% auf 100 erhöht. Aber dann auch am gleichen Tag die Hälfte zugemacht. So bei 14.960 war ich mir gedacht, super, ist in Ordnung, kann ich nehmen. Mein Schnittkurs war, wo habe ich mir aufgeschrieben, 15.160. Dann nehme ich das auch mit. Und dann saß ich heute davor am Nachmittag, vormittags war ich nicht da und habe es dann irgendwann zugemacht bei 14.980. Ich bin komplett glatt. Und ich glaube, dass diese 6 Leute, die short waren, ich habe also hier und da mal in den Chats geschaut, die haben sich alle gefreut, haben gesagt, na endlich korrigiert er mal. Ich glaube nicht mehr, dass 6 Leute short sind, sondern wahrscheinlich sind 2 short, 2 long, 6 neutral. Gerade jetzt hier vom Wochenende. Ich will mal die Verfassung so beschreiben. Ich nehme mal die Verlierer von heute. Deutsche Börse. Wunderbar gestiegen. Das ist der Tageschart. Dann machen die eine ordentliche Korrektur an einem Tag auf die 20-Tage-Linie. Ja, das ist rein vom Chart her schon mal ganz okay. Also gilt als Korrektur. Continental, genau das Gleiche. Ordentlich gestiegen. Die waren auf 68, waren heute im Tief schon wieder 60,50. Das sind 8 Euro. Das ist mehr als 10%. Da darf man nicht meckern. Nehmen wir mal Merck. Genau das Gleiche. Ordentlich gestiegen und fallen runter von 202 auf 187. Auch das gilt als Korrektur. Und schaut mal, wie sich das hier abgebaut hat. Was hatte ich denn da noch? Merck. Nehmen wir mal Infineon. Nicht ganz so schlimm. Wie der DAX eigentlich. Ja? Und damit gehe ich zurück zum DAX. Das Problem, was ich hier habe, ist, dass ich, das ist wieder der Tageschart, rein von der normalen Analyse. Das Band hat das gemacht oder hat das gezeigt, was passiert ist. Entweder seitwärts oder leicht korrektiv. Ich würde sagen, das ist leicht korrektiv. Der darf sogar noch deutlich tiefer gehen. Der darf bis 14.600 fallen. Die Kombination aus diesen Hochs hier, dem 61er von der langen Bewegung und der 20-Tage-Linie. Das ist ein Cluster. Das also, egal wie, da geht er nicht drunter durch. Also Band hat seine Schuldigkeit schon erfüllt. Wir sind weiter negativ als MACD. Wir haben durch gestern ein relativ frisches Verkaufssignal der Stochastik. Aber ich glaube halt, dass eben diese 6 Teilnehmer durch ihre Käufe, Short-Eindeckungen, den Markt auch stützen. Der ist jetzt relativ sauber. 2 Short, 2 Long, Rest neutral. Tja, also mit Blick auf diesen Chart vermag ich jetzt ganz ehrlich nicht zu sagen, ob die nächsten 100 Punkte hoch oder runter gehen. Kann ich nicht. Also ich bin fast nie um eine Aussage verlegen, aber mir fällt hier momentan echt nichts ein. Ich habe die größeren Chartpunkte. Und die sind im DAX hier oben an der 15.260 und sie sind hier unten an der 14.600. Das sind die größeren Chartpunkte. Dazwischen ist das hier so Niemandland. Niemandsland. Da ist nichts. Ich weiß es nicht. Ich merke das aber auch. Ich bin ein bisschen leer. Also vom Kopf her leer. Ich bin echt urlaubsreif. Ich bin ja auch nur noch eine Woche da. Ich habe im Moment hier, ehrlich gesagt, heute hier und jetzt um 18.14 Uhr keine Meinung für die nächsten Punkte. Was ich glaube, ist, dass wir in den Einzelwerten eine Rotation bekommen, so wie jetzt Deutsche Börse und Conti, so Zeug, was in den letzten Tagen stark war, jetzt hier mal ein bisschen gefallen ist. Die Lufthansa sind immer noch recht stark. Auf einmal kommt eine Covestro dazu. Die Deutsche Bank bleibt oben. Eine VW ist etwas gefallen von ihren Hochpunkten der letzten Tage, geht wieder hoch. Es wird also innerhalb der Aktien wird rotiert. Und wenn das passiert, kann man, finde ich, den DAX selbst ganz schlecht lesen. Also für mich ist der neutral. Ich habe keine Position über das Wochenende. Das Einzige, was ich habe, ist VW Long. Aber das ist auch nur klein. Nee, es sind mir zu wenig Signale. Das wollte ich habe jetzt hier die Scheine, da müsst ihr dann mal den Film anschauen. Ich habe auch hier, das wollte ich noch zeigen,
auf 4 Stunden Sicht hat er sich komplett abgebaut. Von der hier insgesamt lange, sehr hohen Technik komplett abgebaut. Gibt sogar hier ein Kaufsignal. Wird auch hier leicht positiv über das MACD, also ist der 4-Stunden-Chart. Das ist also beides möglich. Nochmal hier runter, nochmal da hoch. Es tut mir leid, ich habe keine Meinung, gebe ich auch zu. Ich kann nicht immer eine haben und heute habe ich irgendwie keine. Ich wünsche euch trotzdem ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.